In Warschau lebt eine kleine jüdische Gemeinde mit rund 650 Mitgliedern. Ihr jüdisches Leben konzentriert sich vor allem hier im Norden der Innenstadt. Es ist ein Mikrokosmos mit Synagoge, Theater, einem Imbiss und einem Geschäft. Hier gibt es koschere Lebensmittel, eben auch koscheres Fleisch. Das Schächtungsverbot war ein Schock für die jüdische Gemeinde. Pavao Bramson hat ein Catering-Unternehmen und hier deckt er sich ein. Aber Fleisch gibt es jetzt nur noch tiefgefroren, aus der Zeit, als das Schächten noch erlaubt war. 3000 Tonnen sind noch in den polnischen Lagern, verspricht der Ladenbesitzer. Fleisch ist ein Dauerthema geworden und ständig rufen besorgte Kunden an, die ein Essen bestellen wollen. Ja, wenn es kein Fleisch geben sollte, dann werden wir es eben aus dem Ausland holen. Und mach dir keine Sorge, wir halten uns an die Preise und im schlimmsten Fall, naja, dann werden wir eben Vegetarier. Das meint er natürlich nicht ernst, aber eigentlich sind die polnischen Juden verärgert, dass es ihnen so schwer gemacht wird, koscher zu essen. Es gibt Kunden, die sind wirklich erschrocken. Sie kaufen für die Zukunft ein und füllen ihre leeren Kühlschränke. Das Entscheidende beim Schächten, das Tier soll komplett ausbluten. Der Schnitt am Hals erfolgt ohne Betäubung. Viele polnische Schlachthöfe haben sich darauf spezialisiert. Zuschauer sind da nicht gern gesehen. Diese Bilder, heimlich aufgenommen, stammen aus einem unbekannten Schlachthof aus Europa. Reinste Tierquälerei kritisieren Tierschützer schon lange. Das zeigen alle Studien, alle Untersuchungen. Das Tier hängt mit dem Kopf nach unten, ihm wird die Kehle aufgeschnitten und es würgt 2-3 Minuten lang. Und dann erstickt es an seinem Blut. Das ist sehr drastisch und passt nicht zur heutigen Zeit. Tiere sind keine Gegenstände, rufen sie. Die Tierschützer gehen auf die Straße, als es um die Verabschiedung des neuen Schächtungsgesetzes geht. Die Mehrheit der Einwohner, so das Ergebnis einer Umfrage, lehnt das Schächten ab. Und so stimmt schließlich auch das polnische Parlament für ein komplettes Verbot. Das trifft die polnische Fleischindustrie ins Mark. Schächtungsfleisch, eine lukrative Nische. Die besten Wachstumsmärkte für Rindfleisch sind in den arabischen Ländern, in den muslimischen Ländern. Das heißt ganz automatisch geschächtetes Fleisch. Polen hat sich da eine starke Position erarbeitet. 2011 zum Beispiel haben wir ein Drittel unseres Fleisches in die Türkei exportiert. Der wirtschaftliche Schaden also enorm, so heißt es. In den Schlachthöfen stehen Maschinen still. Polen gehörte zu den führenden Exportländern Europas. Wir mussten fast die Hälfte entlassen. Sehr negativ, das Ganze. Die Produktion ging um 50% zurück. Wir haben überhaupt keine Perspektive. In der jüdischen Gemeinde wurde das neue Gesetz sogar als antisemitischer Akt empfunden. Das israelische Außenministerium forderte das polnische Parlament auf, das Verbot zurückzunehmen. Die Entscheidung war falsch, auch wenn es vielleicht nicht beabsichtigt war. Es greift in die religiöse Freiheit ein und das ist nicht akzeptabel. Auch von muslimischer Seite wird das Schächtungsverbot kritisiert. Die Situation ist schwieriger für Menschen, die nach religiösen Vorschriften leben wollen. Das Risiko ist da auch, dass da ein Schwarzmarkt entsteht und da kann jeder machen, was er will. Allerdings, die juristische Lage ist widersprüchlich. Es gibt zwei Gesetze, die sich widersprechen. Auf der einen Seite das absolute Schächtungsverbot. Auf der anderen Seite aber existiert ein Gesetz, das den Religionsgemeinschaften das Schächten zumindest für eigene Zwecke gestattet. So wie hier anlässlich eines Festes bei den Tataren, die muslimischen Glaubens sind. Es ist ein bedeutendes Ritual. Ist es verboten? Ist es erlaubt? Die Unsicherheit ist groß. Wir müssen dann ja die Konsequenzen tragen, das heißt womöglich Strafe zahlen oder eine Gefängnisstrafe von 2 Jahren akzeptieren. Kühe grasen ahnungslos auf der Weide, während über ihre Tötungsart gestritten wird. Die einzelnen Schlachthöfe wollen nun gegen das Verbot klagen. Die Religionsgemeinschaften ziehen ebenfalls vor Gericht. Bis dahin richtet sich die jüdische Gemeinde ein.
Da tut jemand so, als habe er saubere Hände, weil er uns das Schächten verbietet. Aber um die Ecke in Tschechien, da ist es erlaubt. Dort wird getötet und exportiert und dann kann man dieses Fleisch auch in Polen kaufen. Das ist doch krank. Das sind alles koschere Beilagen für ein Gulasch oder ein Schnitzelgericht. In diesem Geschäft aber reicht das tiefgefrorene Fleisch noch für rund ein halbes Jahr.